Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Trainer Go und heute habe ich mal so ein paar Anfangstipps für euch, was ihr am Anfang so beachten solltet und wie ihr euer Team dann so gut machen könnt am Anfang, sage ich einfach mal. Und aber ich sehe gerade hier, ich habe noch einen kostenlosen hochwertigen Gacha vor, den werden wir jetzt auch erstmal öffnen und hoffen, dass wir jetzt Gutes bekommen. Aber ich habe damit Erfahrung, dass man da meistens nicht gescheite gute Sachen bekommt aus kostenlosen. Dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt schon mal an und gehen in unser Team. Das habt ihr jetzt nicht gesehen, Leute, war ein bisschen Spoiler, warte. So. Also, ich sage euch das Ganze jetzt mal im Mega Glock X. Hier das, wie man die Pokémon ganz gut stärkt. Und dann würde ich sagen, beginnen wir direkt mal bei der Freundschaft. Und hier ist es schon recht wichtig, die Freundschaft recht weit oben zu haben, weil soweit ich weiß, kriegt man da so 500 Kraft pro Freundschaft-Level ab. Aber es wird natürlich auch mal mehr, die man da kriegt. Am Anfang kriegt man noch nicht so viel. Und Freundschaftslevel hoch lohnt sich natürlich auch immer und gibt halt dem Pokémon mehr Kraft. So, Attacke. Die Attacken sind ziemlich wichtig zu leveln, finde ich. Kostet zwar viel Gold und macht jetzt nicht so mega viel, bringt jetzt nicht so mega viel Kraft, aber das macht halt das aus, wie gut das Pokémon ist. Kann ich auch noch hier die Attacken schnell alle verbessern. Und das macht halt das aus, wie gut es ist, jetzt habe ich schon kein Gold mehr. Und das verstärkt dann halt einfach die Attacken. Wenn man jetzt die ganze Zeit an einer Instanz scheitert, dann sollte man mal auf jeden Fall mal die Attacken von dem Pokémon verbessern. Dann sollte man es eventuell eigentlich schaffen. Oder eben die anderen Punkte beachten, die ich jetzt noch zeige. Und machen wir direkt weiter mit den geheimen Fähigkeiten. Kriegt man ab Level 40, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Und hier ist der Trick, dass man am Anfang einfach eben ganz viele von diesen Einer-Fähigkeiten reinhaut, von diesen silbernen. Und dann eben ganz am Ende so Dreier-Fähigkeiten oder auch Zweier-Fähigkeiten. Und es gibt halt auch Kraft dazu, aber jetzt nicht so mega viel. Wenn man halt mal 4er oder 5er Fähigkeiten hat, ich weiß gar nicht, ob es 5er gibt, dann kann man die halt auch saven für 200 Juwelen. Das lohnt sich dann schon bei denen. So, Trage-Items. Und hier lohnt es sich immer täglich alle Instanzen abzufarmen. Also das sollte man schon mal machen. Ich habe jetzt schon ein paar gemacht, halt immer dreimal Überfall, wenn man VIP-3 hat, ansonsten halt immer dreimal einzeln wegfegen. Und das sollte man halt so bei allen Instanzen machen und halt immer schmelzen und jetzt habe ich kein Gold mehr. Ja, das ist halt, finde ich, lohnt sich auch. Jetzt muss ich nur irgendwie schauen, wie ich Gold kriege. Ich habe Gold gekriegt, perfekt. Und weiter geht's, wir waren bei der Ausrüstung, so. Und schmelzen. Ja, das lohnt sich auch dafür, die 1000 Gold zu verwenden. Und ab plus 3 funktionieren dann auch die Sachen, die dort dann draufstehen. Zum Beispiel der Schwarzgürtel verstärkt auf plus 3 Kampfgift- und Geistattacken. Auf plus 2 zum Beispiel würde er es nicht machen oder auf plus 1 oder auf 0. Erst eben ab plus 3, wenn da so ein grüner Rand rum ist, ab da machen die das dann halt. Und je mehr plus, desto besser natürlich. Accessoires finde ich jetzt nicht so nötig. Auch das Verbessern finde ich eigentlich ziemlich unnötig. Also ich weiß nicht, wo da der Sinn liegt. Falls jemand weiß, kann es mir ja in die Kommentare schreiben und mich dort verbessern. Aber ich finde Accessoires nicht so nötig und es lohnt sich auch nicht wirklich, die zu verbessern oder so. Kann man halt einfach mal anlegen, weil die geben jetzt auch nicht viel Kraft dazu. Das ist jetzt 600 Kraft. Also macht jetzt nicht so viel aus. Und kann man auch mal machen. Jetzt habe ich versehentlich was Falsches gemacht. Züchten. Hier gibt es so einen gewissen Trick, den zeige ich euch gerade mal. Und zwar müsstet ihr ab Level 18 habt ihr das Pokémon-Geheimgebiet freigeschaltet. Und dann kann man irgendwie solche Pokémon wie Azura zum Beispiel fangen. Die müsst ihr dann auf Level 18 verbessern und auf Freundschaft Level 5. Dann entwickelt ihr erstmal zu Marill. Eine Taktik, ihr müsst davon ganz viele fangen und eins haben wir jetzt hier dann noch zur Sumarill und das muss dann eben die ganze Zeit machen
bis man da ganz viele Azumarils hat. Und ja, der Sinn bei der Sache ist dann halt, dass man die ganzen kombiniert. Also jetzt habe ich hier, der Sinn dabei ist halt, dass jetzt zum Beispiel ein Azuril nur 16 Dinger dazu gibt und ein Azumarill eben 80. Ich glaube, Marill bringt irgendwie 40 oder so, aber am meisten bringen halt eben die dritte Entwicklung, weil die auch einfach zu machen sind. Und das bringt am Anfang halt auch ziemlich. Ansonsten kann man eben diese Karten hier immer farmen, das lohnt sich auf jeden Fall auch. Falls ihr nicht wisst, wie ihr da hinkommt, müsst ihr einfach auf Wildnis erkunden gehen. Und dann eben auf rechts Illusion des Nichts. Ihr seid normalerweise auf Knochenkopf, da müsst ihr einfach Knochenhof. Hier. Illusion des Nichts. So, Einzelwert ist auch ziemlich wichtig, eigentlich. Ich spare gerade die Poliersteine, aber ihr müsst dann halt eben hier unten immer da, wo ich gerade drauf bin, polieren. Und würde ich euch schon empfehlen, bis ihr da dann Durchbrechungswerte habt, wie jetzt zum Beispiel mein Glurak. Also, mein Brutalander hat jetzt hier schon 3 Durchbrechungswerte. Das sieht dann ziemlich nice aus, finde ich. Und man kann hier dem eben dann mit diesen Durchbrechungskarten durchbrechen. Das lohnt sich auch, weil dann steigt es doch hier mehr an. Das sieht dann auch cool aus. Da unten seht ihr es bei Initiative, da ist der Durchbrechungswert. Und ja, diese Fähigkeiten werden dann halt eben verbessern und so. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Pokémon wie Glurak habt, Mega Glurak X, dann habt ihr hier eigentlich nur Spezialangriff-Attacken. Wenn ihr jetzt hier bei Polieren Angriff bekommt, bei Durchbruch, also das hier, wo ich gerade gesaved habe, dann lohnt es sich nicht, das zu saven, sondern einfach weiter zu polieren, weil Angriff Glurak gar nichts bringt, weil es ja Spezialangriff hat. Und deswegen habe ich das hier unten gesaved, ganz unten, weil es ein Durchbrechungswert ist und eben Initiative auch für Glurak recht gut ist. Also Angriff würde dem jetzt nichts bringen. Entwickeln, denke ich, kennt jeder. Und dann würde ich sagen, machen wir direkt oben weiter noch. Und zwar, Wesen. Umsichtig, also mit Wesen kenne ich mich nicht aus. Da gibt es Videos von anderen YouTubern. Aber wenn ihr dazu auch noch ein Video sehen wollt, könnt ihr das auch noch in die Kommentare schreiben. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, aber, wenn man eben kein gestelltes Wesen bei Glurak hat, sollte man, oder bei Glumanda, am Anfang sollte man bis Level 18 warten und sich dann eins aus dem Kerngebiet holen. Ja, ist eben auch so ein Trick. Und, da sind wir dann auch schon bei den anderen Arten, wie man seine Kraft verbessert. Und zwar bei Orden. Müsst ihr halt immer bei Nestjagd, der Level 19 hat, wenn ich glaube, eben entweder die Pokémon von Freunden oder die Pokémon von sich selber bekämpfen. Und wenn die dann tot sind, dann, wenn die im Sieg sind, dann, kriegt ihr dafür eine gewisse Belohnung und das bekommt man dann halt immer hier. Warte. Dort, wo einmal Jagd steht, wenn man das besiegt hat. Ich besiege es mal schnell kurz und dann sehen wir uns gleich wieder. So, dann sieht man hier eben Belohnung abholen, dann klickt man dann drauf und dann bekommt man eben entweder eine Energiekristalle oder eben auch noch Ordenfragmente. Die bringe ich auch. Und dann geht ihr eben dort auf Orden und klickt auf Ohren verbessern. Aber Leute, Orden könnt ihr im Team hinzufügen, wenn ihr hier oben auf diesen Dings da klickt. Und es lohnt sich eigentlich am meisten, den Heilorden zu benutzen. Und ihr seht auch, das macht hier gerade 15.000 Kraft bei mir mehr. Und ja, wie gesagt, es lohnt sich halt am meisten, den Heilorden zu benutzen, weil der eben, finde ich, am besten ist. Weil der deine Pokémon halt heilen kann. Und ich verbessere jetzt hier noch kurz den Orden. Das verbessert dann natürlich auch eben hier in dem Falle den Spezialangriff. Und ich kann hier gerade noch einen Feuerorden erhalten und den brauche ich aber nicht mit dem Schutzorden, deswegen habe ich jetzt auch nicht verbessert. Bringt es eben bei mir nur bei dem Heilorden. Dann gibt es noch die Gildentechnologie hier. Da lohnt es sich auch immer alle Gildenpunkte reinzustecken. Ich tue es hier gerade mal leeren, jetzt habe ich keine Gildenpunkte mehr, aber eben das hier gemacht. Und das macht ihr einfach hier bei diesem roten Haus. Klickt hier drauf und dann einfach irgendwelche Dinger da, die ihr halt verbessert haben wollt, lernen und gebt euch dann eben auch noch Kraft dazu. Bringt auf jeden Fall auch viel. Und weiter geht's mit Erkundungskapital. Da habe ich gerade ziemlich viel, sehe ich. Also erstmal kann ich hier die ganzen Energiepunkte, Level, abholen. Erkundungs-CP. Und das ist eben der Sinn an dem Erkundungsteam, falls ihr es noch nicht wusstet. Das bringen eben diese Erkundungssteine. Und, ich mache das hier noch gerade. So, schnell 3 Gestein-Pokémon. So, müsst ihr halt immer alle voll machen am besten. Und
Wenn ihr die dann geschafft habt, wenn ihr wieder zurück seid, dann kriegt ihr eben die Belohnung und es lohnt sich dann eben hier in Erkundungskapital auszugeben. Einfach immer hier unten rechts auf Feststellen gehen und ja, ich hatte gerade keine Ahnung wie viel Kraft, ich glaube 285.000, aber es ist 289.000, also ihr seht schon, es bringt ziemlich viel. Auch ziemlich viel Kraft und so dazu und genau, noch ein Tipp für den Anfang. Es lohnt sich am Anfang, diese hochwertigen Dinger da für Juwelen zu machen. Aber ja, für mich lohnt sich das jetzt nicht mehr und ich würde es jetzt aber auch nicht so häufig machen. Also allerhöchstens irgendwie so 100 Juwelen oder so dafür verschwenden. Und gebt erstmal keine Juwelen für hochwertige Gacha-Force aus. Das dient sich nicht so. Also diese Teile hier. Die sind schon cool und so. Man kann auch legendäre Pokémon ziehen, aber spart lieber direkt auf eine 10-mal-Ziehung und dann macht Diamantenverbrauch, weil ja, oder wenn man eine nice erhöhte Chance auf Legendäre ist oder eine nice 10-mal-Ziehung Belohnung, das ist immer bei den Aktionen und ja, dann lohnt sich's auch. Und überhaupt Diamanten zu verbrauchen, lohnt sich auch nur, wenn da irgendwelche besonderen Sachen dabei sind. Wie zum Beispiel heute hier Diamantenverbrauch mit Mega-Entwicklungsstand und so. Ja, dann würde ich sagen, das war eigentlich schon alles so, was die Kraft und so den Anfang betrifft. Ja, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, lasst gerne mal eine positive Bewertung da. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video. Bis dann und ciao.